In 10 Tagen gibt es kein Entkommen mehr. Dann trifft Bösemann auf Rapper Dudi. Interessant ist aber auch, dass außerhalb vom Ring viele Rapper anwesend sind, die eigentlich Beef miteinander haben. Gerüchten zufolge erwartet uns noch ein weiterer Kampf. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Bösemann und Dudi haben die letzten Wochen damit verbracht, hart zu trainieren. Wer nun lebend da rauskommt, zeigt sich in 10 Tagen. Doch wie ich nun erfahren habe, wird auch zum Beispiel Rapper Cashmo sein, der Beef hat mit Bösemann. Ob es außerhalb vom Ring zu Spannungen kommt zwischen den beiden? Immerhin werden seit einigen Wochen Ansagen verteilt. Cashmo ist zum Beispiel sehr gut mit Farid Bang unterwegs, Bösemann eher weniger. Übrigens habe ich für euch 35% Rabatt mit dem Code RAPCHECK35 klar machen können auf alle Tickets. Allerdings nur bis Sonntag, also nicht verpassen. Gerüchten zufolge erwartet uns übrigens noch ein weiterer unangekündigter Kampf. Leider war es mir nicht möglich herauszufinden, ob es Rapper sind oder nicht. Aber einer soll mit der Mutter vom anderen was am Laufen haben und die Rache soll im Boxring stattfinden. Ob das gut geht? Ich bleib natürlich dran und berichte, sobald ich mehr herausgefunden habe. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wer sind diese beiden, die noch kämpfen wollen? Und wer wird den Kampf gewinnen zwischen Bösemann und Dudi? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.